Der Aufreger der Woche, sag mal, spinnen die? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nur jetzt und hier bei FSX Radio, der Aufreger der Woche. So, moin, jetzt wisst ihr, worum sich das dreht. Der Rockopa ist wieder mal da und hat wieder mal was zu motzen. Wie immer, sonst meldet er sich ja nicht hier in dieser Rubrik. So, gestern war bei der Merkel, also der Frau Bundeskanzlerin Merkel, wieder hier Ministerpräsidenten-Konferenz, kann man das ja nicht sagen. Sitzung auch nicht, die waren ja nicht da. Wie nennt man das denn nun? Na, ist auch egal. Jedenfalls, die haben da gequatscht. Ein möglichen Mist ist da wieder bei rausgekommen, wie immer, wenn die zusammensitzen. Und vor allem immer schön an der gesetzgebenden Instanz vorbei. Also immer wieder schön ohne Bundestag. Ja, ne, wird nicht umsonst von einigen Herrschaften aus anderen Parteien, die da dann nicht jetzt mit eingeladen sind, bemängelt. Aber das ist immer so. Mutter Merkel sagt, Verfassungsorgane sind mir doch egal. Honny hat gesagt, reite den Scheiß in Grund und Boden. Macht sie. Ist ja also zumindest gerade bei. Wir haben wieder mal Lockdown. Also demnächst gibt es wieder Lockdown-Verlängerung. Bis zum mindestens 18.04.2021. Ja, die Pandemie gibt es ja auch erst seit März 2020. Also so bummelig über ein Jahr jetzt. Und was haben sie auf den Kreis gekriegt? Nix. Also zumindest nicht so, dass man da großartig von reden will. Ne? Das haben sie zumindest schon mal geschafft, dass man sauer auf sie ist und dass man, ja, ich weiß nicht. Einige Leute oder einige Firmen und Industriezweige haben Geld gekriegt, dass einem die Schwarte kracht. Das kann also überhaupt nicht angehen. Und andere, die eigentlich viel mehr umsetzen und wo viel mehr Leute beschäftigt sind, die gehen leer aus. Das hat sie hingekriegt. Ja, also das wird bestimmt lustig. Was die, glaube ich, alle noch nicht so richtig auf dem Zettel haben, ist das Ende des Jahres. Also September ist ja Bundestagswahl. So, wenn die so weitermachen, also zumindest die von der CDU-CSU im Augenblick, wenn die so weitermachen, dann sehe ich die ungefähr so bei einer Prozentzahl, so wie jetzt die SPD rumkrebst. Dann sind das die beiden großen Volksparteien, die dann hinter den Grünen und anderen Parteien, die jetzt nicht auch ganz so verfassungsfreundlich sind, denn da stehen. Ich will diese eine mit dem A vorne, die will ich nicht sagen. So, wie gesagt, die kriegen das nicht so richtig auf den Kreis. Ne? Woran liegt das? Ja, das liegt wahrscheinlich an dem äußerst inkompetenten Personal, sage ich es mal so. Ne? Also das, was in der freien Wirtschaft nichts wert, das muss ja dann in die Politik. Und da kriegen die ja dann die Taschen erstmal voll gemacht. Also jeder stopft sich da von irgendjemandem anders gerade die Tasche voll, hat man das Gefühl. Aber so richtig bei rumkommen, für uns tut er nichts. So. Ja. Die Leute, die nichts in der Suppe zu krümeln haben, die haben dann jetzt einmal ein bisschen Geld gekriegt, weil sie Kinder haben und das war's. Und jetzt soll es 150 Euro pro Hartz-IV-Empfänger dann nochmal oben drauf geben. Wohin bloß mit diesem ganzen Geld? Ich habe noch eine Bekannte in der Schweiz. Vielleicht lasse ich ihr mal ein Nummernkonto einrichten, dass ich dann diese 150 Euro den Gewinn bringt anlegen kann. Weil hier in Deutschland wird das sicherlich nichts. Nicht mit dem Wirtschaftsminister. Also das ist wirklich eine bodenlose Frechheit, was der Herr sich da geleistet hat. Egal, ob jetzt das Finanzministerium da jetzt noch was zu gesagt hat oder nicht zu gesagt hat. Leute, die Leute warten auf ihr Geld und sie warten immer noch auf ihr Geld und sie warten seit November auf ihr Geld. Ich möchte mal wissen, wie es dir gehen würde, Altmaier, wenn du seit November keine Diät gekriegt hättest. Also Diät machst du eh nicht so, wie du aussiehst, wie es bei meiner Statur. Aber wenn es keine Kohle gegeben hätte, dann hätte sich wahrscheinlich ein bisschen schneller bewegt. Wahrscheinlich muss man das demnächst immer so machen. Das gibt nur Erfolgsprämien für Politiker. Ne, wenn sie was gut machen, kriegen sie Kohle. Wenn sie das nicht gut machen, gehen sie in den Knast. Oh, haben wir überhaupt so viele Gefängnisplätze? Na, wie auch immer. Wie auch immer, sage ich ja immer wieder. Also, ne, wir haben Corona und wir haben nichts zu impfen, wir haben nichts zu testen. Ne? Die Kinder gehen schon seit 14 Tagen wieder in die Schule, hier bei uns zumindest oben im Kreis. Die gehen seit 14 Tagen in die Schule und sind noch nicht einmal getestet worden. Das ist eine bodenlose Frechheit. Das ist eine Frechheit sondersgleichen. Ne? Wenn ich den Spahn zu Pfanzen kriege, dann kratze ich den einmal so doll am Kopf, dass ich einen
einen Holzspan in den Finger habe, ja. Aber viel mehr bleibt von dem Idioten wahrscheinlich nicht über. Also so viel Inkompetenz gab, weiß ich gar nicht, dass man die so hoch stapeln kann. Das ist also echt eine Frechheit. Aber wie gesagt, was sagt Oma immer, reg dich nicht auf, Opa, denk an deinen Blutdruck. Ja, ich habe jedenfalls auch welchen. Viele von denen, die für Spahn denn da irgendwann mal die Stimme abgegeben haben, die haben jetzt schon mehr abgegeben wie die Stimme. Die haben nämlich den Löffel abgegeben, weil der Kerl einfach nichts auf die Reihe kriegt. Oder sich von der Merkel ausbremsen lässt, weil der Merkel hat gesagt, ja, nee, das hier mit dem Impfstoff, das soll mal die Ursula regeln, ne, Flinten-Uschi. Die sitzt ja in der EU, lass die das mal machen, dann können wir alle zusammen einkaufen, dann wird das billiger. Ja, was haben wir jetzt davon? Wir haben mehr Tote wie andere Leute, Haare auf dem Kopf. So, testen. Spahn sagt, die Tests kommen. Merkel sagt, nee, wir haben noch nicht genug davon. Der Merkel hat wieder gesagt, das ist nicht genug. So, also, irgendwie kriegen wir das nicht auf die Reihe. Wir sind die viertstärkste Wirtschaftsmacht auf diesem Planeten. Also, ich kenne nur diesen. Ich kenne keinen anderen. Und da ist definitiv ist das so, dass also die meisten lachen uns aus. Also echt, du schämst dich schon bald und sagst, du bist Deutscher. Ne? Viertstärkste Wirtschaftsmacht. Und wir haben ein Zehntel unserer Bevölkerung oder ein Achtel? Nee, ein Zehntel. Ein Achtel. Ein Achtel. Mensch, wir haben ein Achtel. Mensch, ich habe fast das Falsche gesagt. Wir haben ein Achtel unserer Bevölkerung geimpft. Seit letztem Jahr. Der Ami. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht den Trampeltrump. Weil der hat ja gesagt, Corona gibt das gar nicht, bis er das dann hatte. Der hat ja schon Impfstoff bestellt. So, und seit Januar ist der Biden jetzt an der Regierung. Und der hat jetzt, sage und schreibe, ein Drittel, 33%. Nicht 10% wie wir, sondern, also, mir fehlen die Worte, wie ihr merkt. Ne? Der hat 33% seiner Bürger geimpft. Wir haben ein Achtel geimpft. Weil Flinten-Uschi den Scheiß besorgen sollte. Also ich weiß echt nicht, wie ihr euch das denkt. Aber ich halte jetzt mal lieber die Klappe, sonst kommen hier noch irgendwann mal Leute mit dunklen Anzug und sagen, hier, Ompa, das geht so nicht, du kannst nicht der Merkel so angreifen. Die kann da auch nichts für, die hat das nicht besser gelernt. So, in diesem Sinne, halte ich knusprig. Wir hören wieder voneinander. Erstmal euer Rockoper von FSX Radio.